Willkommen zurück bei Dig or Die. Ich bin gerade auf der epischen Quest nach der nächsten Waffe. Dafür muss ich diese gargastigen Wespen vernichten. Oh Gott, da hinten oben noch ein. Ich rufe, die wenigstens mehr Schaden machen würde. Also eine große Reichweite haben würde. Drei Stück auf einmal. Auch noch dazu. Oh nein, lass mich schlecht. Hier sind wir noch etwas viel. Die Maschine ist vielleicht besser. Wir sind jetzt noch schlimmer, lass mich in Ruhe. Ich brauche doch nur einen roten Kristall noch. So 5 Stück brauche ich. Jetzt schnell heimlaufen. Ich hoffe mal, es reicht. Wahrscheinlich mal 5 müssten reichen. Ich muss hier durch ohne getötet werden. Bang, bang, bang. Für die Leute, die vorherigen Folgen nicht gesehen haben oder bei Twitch gerade eingeschaltet haben, das Spiel heißt Dig or Die und ist noch ein Early Access Spiel, also in der Beta oder Alpha sozusagen noch. Ich weiß nicht genau, was der Entwicklungsstand gerade ist. Aber kostet bei Steam halt gerade nur 3 Euro. Sah im Vorstellungsvideo relativ interessant aus, deswegen habe ich gleich mal zugeschlagen. Ich weiß nicht, ob das Spiel, sagen wir mal, ein Scam wird, ob es irgendwie die Entwicklung auf einmal eingestellt wird, wenn sie mal genug Geld eingesammelt haben, oder ob es fleißig weiterentwickelt wird. Zurzeit finde ich es halt ein wenig zu schwer, um es empfehlen zu können. Drecksfüß, ich will hier rauf. Es ist alles wieder Zeit hier. Vielleicht geht hier die Sonne unter. Ich habe die Maschinenkanone immer noch nicht. Mal das Loch zu. Jetzt nochmal reinfalle. Ja, es ist ziemlich schwer. Ich spiele gerade auf der zweitleichtesten Schwierigkeitsstufe. Das ist easy. Noch leichter wäre peaceful. Und das hier ist schon sehr schwer, finde ich. Also diese Wespen, die jetzt da ankommen, sind einfach nur abartig. Besser. Ich denke mal, das müsste gehen. Das ist schön. Wie mache ich mal jetzt? Okay, es wird Nacht. Jetzt geht's wieder rund hier. Ich sehe da, was ich meine. Schon mal nice. Versteck mich jetzt einfach hier in dieser Höhle. Was passiert? Sie wird halt von allen Seiten gecharged und nur eine Lampe hin, damit ich sehe, was von rechts ankommt.
Maschinengewehr geht's eigentlich, man hat eine ziemlich große Reichweite. Macht ein bisschen mehr Schaden als die Shotgun. Aber eben war echt unangenehm. Kommen sie hier von unten? Können sich halt ziemlich schnell durch den Boden kramen. Ich denke mal hier, den Tunnelwäsche noch mit Beton verkleiden für meinen Verteidigungstunnel. Was ist da denn? Ja, gut, so. Safe Game. Maschinengewehr geht's echt gut. Also Munition braucht man auch übrigens keine. Ups. Jetzt als Tab gemacht. Man muss halt nur nachladen immer. Oh Gott, da kommt es von unten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Verteidigungstunnel wird kompromittiert, wie es sein. Weg hier. Um mal hier nach rechts zu laufen. Schon wieder Tag geworden gerade. Wunderschön. Ja, wenn die so am Rumkläffen sind, kramen die sich gerade irgendwo durch. Oh, muss noch ein bisschen craften. Eigentlich ziemlich viel Eisen und so. Gerade an dem Twitch-Chat. Alle Fragen, die nicht relevant zum Spiel sind, werde ich erst in vollen Pausen beantworten. Also nicht wundern, wenn ich nicht antworte. So, ja. Ich weiß nicht, ob es überhaupt lohnt, da schwer Betonwände und so bauen, weil die kramen sich einfach so schnell durch. Ja, Betonwände kann man Dreck und Stone bauen. Ich auch mal ein paar. Fehlen halt noch Kohle und blaue Blumen. Ich dachte, die hätte ich eben gesammelt. Machen wir, wenn weiße Blumen nicht gesammelt habe. Sehr schön. Hm. Ja. Das hole ich mal mit hier. Genau. Euch auch mit. Und dann kann ich mal die Welt erkunden gehen. Lass mich in Ruhe, Fische. Ihr wollt euch gar nicht mit mir anlegen. Ich hab mich ein Maschinengewehr. Peng, 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 peng. Ein Wolf. Hoffen macht das entschieden. Insekt. Ja, Kohle brauche ich noch relativ viel. Dafür muss ich mich ziemlich tief eingraben. Dann habe ich ehrlich gesagt Angst vor. Was denn? Hallo? Was ist das? Wie schön. Oh. Ich bin
ich da hinkramen, ich meine, bauen kann. Den Fisch hier jetzt wegmachen. Ich halte so viel aus, die geben gar nichts. Ich finde das ein bisschen. Nee. So, 5. Mach mal hier so rauf. Hallo? Geht das nicht? Unter Wasser nicht bauen, leider. Ich kann mal die Building Physics zeigen hier. Halt erstmal hier abbauen. Muss das gehen. Ach, ich muss A5. Geht auch nicht. Ah, ich brauch Hintergrundwand, um bauen zu können. Schade, hätte ich mich da raufbauen. Ich glaube, die Hintergrundgrafiken waren bei Terraria echt was schöner. Rote Wespe. Ganz was hier. Ich glaube, es sind Wolken hier oben, ne? Ach, eine rote, ganz viele. Fangen wir wieder nach dem Wespen nach. Ob nur mehr von diesen Kristallen hat es denn anscheinend. Und rote Kristalle, du. Bringt's auch was, wenn ich mal eine Rüstung baue? Man weiß es ja nicht. Die sind aber schon weg, weil es langsam genug. Gucken. Die setze ich mal hier hin. In Ruhe. Irgend sowas gab es eine Rüstung. Das ist nicht. Ja, gut, dafür fehlen mir noch. Oh Gott, die Dinger da. Ja. Mal sehen, wie ich am besten runterkomme. Ja, einfach die Treppe runter. Jetzt ziemlich tief. Mit. Ich
Oh nein, hoffe ich ist unten Wasser, ey. Hoffe ich ist unten Wasser, hoffe ich ist unten Wasser. Oh Gott, geht das tief, oh Gott. Mein Gott. Gott, what the heck, what the heck. Oh mein Gott, es wird hier Wasser gelegen. Oh, jetzt bin ich hier mal, habe ich die Arschkarte gezogen. Noch neue Fische. Auf ihn aushalten. Ja. Sturz. Ich wusste, dass ich nicht wieder rauskomme. Oh, 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 das war doof. Jetzt wird doch nur Nacht. Na toll. Das, da kann ich wahrscheinlich noch nicht mal abernten. Niemals wieder raufkommen. Aber bringt da auch nichts. Die Tropfweite können auch ein bisschen höher sein, finde ich. Nicht. Guck mal, ich komme ja irgendwann wieder raus. Das war ziemlich bitter, ey. In irgendeiner riesigen Unterwasserhöhle einfach nur. Ja, mit diesen Wespen komme ich inzwischen ziemlich gut. Da ist ein bisschen Kohle, aber ich komme nicht rein. Oh, das darf ich noch mal holen. Die roten Kristalle sind einfach ziemlich gut. Wir brauchen noch einige. Guck mal, die blauen lasse ich auch nicht liegen. Wo können wir immer noch Laternen bauen und so weiter? Die Schier nerven halt. Und auf die aufpassen und auf die mittleren Espen. Also ich glaube, das hier ist ein bisschen doof eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die jemals rausfinde. Rausfinde. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wenn ich hier... Ne, ich kann nicht mal... Es ist keine Wand, es ist kein Hintergrund, deswegen kann ich da keine Stufen platzieren und sowas. Ja.
einfach nur endlos. Nein. Jo, hier geht's gar nicht mehr weiter. Oh, nee. Durchspülen? Nee. Oh Gott. Nee. Also, das kann ich schon hier abbrechen, das hier ist treu. Komm ich nie wieder raus. Bisschen schade eigentlich, jetzt wo ich endlich mal Maschinengewehr haben und alles. Ist auch hier nicht so wie bei Terraria, dass man den Charakter behalten kann und eine neue Welt starten kann einfach. Ja, hier ist... Ja, ich einfach hier... Hier keine Blöcke platzieren. Moment mal, vielleicht auch diese Blöcke. Oh Gott, aber ich verstöre uns mir hier. Jetzt kommt schon wieder so eine Fliege angeflogen. Oh Mann. Geht's kaputt schon? Nein, nein. Ist hier so. Nee, nee, keine Chance. Was Niedrigeres von hier zum Beispiel. Die Building Physics hier. Ja, geschafft. Hier diggen? Jo, ich kann hier diggen. Und ich wieder das nehmen. Oh, lass mich in Ruhe. Wie hat das Trixi. Oh, das wird noch ein Akt hier. Oh, schon so tief gefallen. Was ist das hier? Iron, okay. Muss Silber sein oder sowas. Auf jeden Fall noch cooler. Ich weiß nicht, ob ich hier anfangen soll, ist die Ernte. Ich sollte lieber rausfinden eigentlich wieder. Und hier gibt es auch eine stärkere Version, alter Schwede. Und ob ich das da oben meinen kann. Zum Beispiel zwei Stück, da würde ich den MK3 brauchen. Als von diesem Grabgerät. Ja, kann ich schon nicht. Eine stärkere Version. Ich brauche schon ziemlich Kohle, deswegen nehme ich das hier mit. Hier eine Stufe hin. Natürlich nicht. Oh mein Gott, ich bin mal gespannt. Da komme ich nicht mal durch, weil da die andere Erz ist. Da muss ich große Reichweite mit dem Schuss machen.
Wir machen voll die kleine Reichweite gehabt. Hoppt. Rein wieder rein. Ich arbeite mich schon lange vor. Ein bisschen cooler. So. Weil es noch langsam macht. Ja, wie viele unangenehm werden leider. Ist eigentlich schon in 30. Man wird noch mehr brauchen. Und noch mehr. Die Folge auch schon zu Ende. Ich speichere da mal kurz ab. GG. Gott. Ob ich hier jemals wieder rauskomme, das sehen wir vielleicht in der nächsten Folge. Bye bye.